Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Forest. Ich habe vor, heute das Ding hier anzufangen zu bauen. Und dazu brauchen wir wieder eine Milliarde an Baumstämmen. Stecken da wieder fest. Toll. Müssen wir mal anders drehen, dass wir hier wieder durchkommen. Und wir können dann auch noch den letzten Schildkrötenpanzer auch noch. Ja, kann doch nicht sein. Ich wieder an dem Ding fest. Den letzten Schildkrötenpanzer für oben schon mal sammeln. Ja, aber es sieht schon hammerkrass aus, wie das jetzt. Das Ding ist einfach schon fertig, fast. Hammer. Hat zwar eine Milliarde Folgen gedauert, aber immerhin war das Ding fertig. Muss nur noch die Türme und die Mauern obenrum fertig gemacht werden. Und dann werden wir 1 Milliarde Knochen brauchen. Deswegen müssen wir auch zusehen, dass wir in den nächsten Folgen irgendwann, sobald wir den Turm fertig haben, dann natürlich anfangen Knochen zu sammeln und ein bisschen mehr auf Kampfmodus gehen. Denn ohne Knochen werde ich das, was ich vorhabe, nicht fertig kriegen. Scheint heute auch ein bisschen nebliger zu sein hier in dem Spiel, oder? Kann das sein? So, wir wollen aber heute mal richtig parken hier. Und wir brauchen wieder die wunderschöne Axt. Ein Stoffhetzen nicht mehr dran ist. Warum auch immer. Was ist der Schildkrötenpanzer? Eingesammelt. So. Das sieht man schon sogar von hier aus noch ein bisschen von die Stöcker vom Bauplan. So. Schnappen uns die Bäume hier. Nice. Den hier. Oh, dahin sind sie wieder. Vielleicht hören die das. Vielleicht kommen die dann hier hin. Priorität liegt bei mir momentan aber erstmal noch beim Holz. Um Knochen können wir uns eher kümmern, wenn es soweit ist. Weil jetzt müssten wir erstmal irgendwie ansonsten die Knochen irgendwo zwischenlagern. Und so viele Lagermöglichkeiten haben wir momentan noch nicht. War hier nicht noch ein Baum schon? Da sind sie.
Eine Frage, die ich mir aber stelle, ist, wenn wir die Stadt gebaut haben, so, wo die dann auch die Ureinwohner eigentlich nicht richtig reinkommen könnten, dürften, so, wenn wir das richtig anstellen, so, können die dann darin eigentlich spawnen? Ich glaube, es gibt nur einen Weg, das rauszufinden, wenn wir, indem wir das versuchen. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob irgendjemand so von euch, das, die mein Let's Play anschauen, schon mal versucht haben. Aber wenn ja, ich würde das wirklich gerne wissen, ob die dann in dieser Stadt dann spawnen können, wenn man sich sowas baut. Oder quasi eigentlich im Lager spawnen können. Damit würdet ihr mich zwar nicht spoilern oder so, also ich möchte das gerne wissen. Einfach damit ich mich darauf gefasst machen kann, so ob ich mal in meinem Heim Besuch bekommen könnte oder nicht. So, wir gehen mal diesmal darüber. Und hauen den hier zu Klump. Wieder ein Bambi links, rechts meine ich. Haben wir wieder genug. Nice. Und hier liegen keine Baumstämme mehr. Das ist auch perfekt. Ist auch noch hell genug. Geil. Vielleicht kriegen wir es wieder hin, dass hier unser Floß wieder voll ist. Bis zum Rand. Wieder absetzen. Ich glaube aber, dort vorne wird es mehr Sinn machen, Holz zu sammeln, weil hier auch mehr Stöcker sind. Können wir wieder Stöcker voll machen. Oder hier vorne. Ja, hier. Hier macht schon mehr Sinn. Einmal deswegen. Ja, ich will den Stein doch nicht. Und deswegen.
Baumstöcke, Baumstämme? Ne. Waren wieder 12. So, das diesmal. Heute ist es richtig gut. Ist noch hell genug. Stöcker haben wir voll. Baumstämme werden wir gleich noch voll haben. So. Noch einmal drei Bäume fällen, dann ist dunkel. Ich glaube, da vorne macht es mehr Sinn. Dieses Mal. Jo, Ausdauer ist auch schon am Arsch. Ein Baum noch. Hallo. Oh, da haben wir sogar noch einen. Ein Baum schon noch. Wo ist denn der da? Und wir schnappen uns den hier. Machen uns mal Licht an. Komm, schnell. Ja. Okay, müssen wir so rüber rennen. Boah, war echt nice heute. Oh, da kommen sie schon. Das macht Gesundheit. Das macht Ausdauer. So. Energiemischung. Welchen braucht er? Ne? Dann kann ich den nur so essen. Okay. Jo, wie dunkel es auf einmal ist. Ich hoffe aber, von denen muckt mich jetzt keiner hier an, während ich den Wagen darüber irgendwie fahre. So. Dann machen wir hier voll. Perfekt. Das nenne ich optimal.
Hier ist schon wieder Durst. Trinken. Und dann müssen wir den gleich wieder irgendwann auffüllen. Und hoffen, dass der Regen bald kommt, damit er auch oben alles voll macht. Ich hoffe echt, der Regen kommt bald. Die Nacht ist auch noch jung, das heißt, wir können uns noch schlafen legen, bevor es zu spät wird. Oh, nachts sieht das Blau richtig übel aus. Richtig krass. Aber wir lassen das erstmal ein Weilchen blau. Gefällt mir irgendwie. Irgendwann müssen auch mal die Tage schauen oder irgendwann mal, was dann noch für Farben gibt. Wir lassen den erstmal so. Knallen die hier noch rein? Nice. Legen uns schlafen. Und Z. So, dann jetzt erstmal hier Essen machen, ehe wir verhungern. Achso, der ist schon leer. Ja, dann trinken wir gleich unten was. Guten Hunger. Und ab nach unten. Jo. Der ist leer. Der. Warum sind die leer? Warum ist der leer? Okay, wir nehmen Alkohol, weil Alkohol finden wir immer irgendwie irgendwo. Mein Soda würde ich jetzt ungern dafür ausgeben. Weil ich finde, Soda ist schwieriger zu finden als Alkohol. Aber dass meine ganzen Wasseraufbewahrungsdinger auf einmal leer sind, das hat mich jetzt sehr erschrocken. Da kommt schon ein bisschen Struktur hin. Geil.
Mal den Stock weg. Hört mich ein bisschen der Stock. Interessant, wie der das baut. Oder wo er die Posten hin tut. So. Mehr Baumstämme haben wir jetzt nicht mehr, ne? Joa, sieht schon interessant aus. Wie viel fehlt uns noch? Ja, 49 von 317. Joa, okay. Dafür brauchen wir wie viele? 50. Dafür brauchen wir exakt 50, okay. Ja, das ist eigentlich nur einmal darüber und wieder zurück. Und das ist fertig. Den können wir auch irgendwie direkt hinterher ballern. Aber ja, wir fahren wieder rüber auf unsere kleine Insel. Und platzieren noch schon mal die Stöcker und die Dinge hier, den Schildkrötenpanzer. Weil die müssen auch fertig gemacht werden. Ehe wir mit dem nächsten Projekt anfangen. So, erstmal den Schildkrötenpanzer, weil sobald regnet, müssen wir wieder Wasser haben. So, den haben wir fertig, das heißt, wir können... Sieht interessant aus. Aber das heißt, wir können unten schon mal die Dinger da abreißen. Wir fangen jetzt hier an. So, wie viele Stöcke haben wir da noch? Ich glaube, 8 müssten wir haben. Nee, da ist noch einer. Ein Stock haben wir da noch rumliegen. Ah. Kann doch nicht sein. So, der ist fertig. Oh. Okay. Nice. Das ist nice. Hier können wir schon mal die ganzen Felle aufbewahren. So. Dann haben wir jetzt nur noch... Es regnet. Nice. Wir haben noch gerade davon gesprochen, aber die drei, die vier, die brauchen wir gar nicht mehr. Das heißt, hier in den Einstellungen... Nein,
Nein, Cheats wollen wir nicht erlauben. Zerstörung von Gebäuden erlauben wir ausnahmsweise mal. War schade, aber die hier brauchen wir nicht mehr. Und jetzt Zerstörung von Gebäuden wieder aus. Sondern den einen packen wir hier hin. War das jetzt alles für Steine? Und das war alles für eine Holz. Ne, ich glaube, das waren Steine und Dings. Hier haben wir Rüstung. Ja. Jetzt gucken wir mal, ob oben wieder Wasser kommt. Ah, nice. Hier wächst schon was. Drei Aloe Vera gesammelt und... Aber ich habe keine Samen mehr. Hier müsste jetzt aber langsam was kommen, bitte. Da kommt hier nichts. Ja, okay, alles klar, dann ist das halt so. Fleisch haben wir nichts mehr. Auch fuck. Ja, dann heißt das, wir müssen rüber und uns Fleisch holen. Beziehungsweise rüber. Fahren wir erst in der nächsten Folge. Ich sage euch auch schon mal wieder vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.